Vanlife. Irgendwo zwischen der besten Zeit des Lebens und Herausforderungen, die einfach an den Nerven zehren. Das ist einfach beschissen. Auf dem Weg in die Autowerkstatt. Ganz nach dem Motto, besser geht's nicht und schlimmer geht aber immer. Aktuell bin ich mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs, die sich unterwegs zwar nicht gesucht, aber doch gefunden hat. Sven und Sandra in ihrem Landcruiser mit Dachzelt, Patrick in seinem Van und ich mit meinem Wohnmobil. Auf Reisen lernt man eigentlich immer Leute kennen, aber es passiert nicht oft, dass man sich auch vorstellen kann, länger Zeit miteinander zu verbringen. Daher genieße ich es gerade sehr, genau diese Menschen für den Moment gefunden zu haben. Ich kann leider diesen Ort gar nicht so gut filmen, weil einfach meine Kameras beide total beschlagen, sobald ich hier anfange. Ich bin hier gerade in über 40 Grad warmen Badewasser, denn hier ist eine heiße Quelle. Also die Außentemperatur sind so 18 Grad. Und das ist eigentlich die perfekte Temperatur, weil es ist nicht kalt, wenn man rauskommt. Es ist schon frisch, aber man friert jetzt nicht. Und es ist einfach so toll, um sich aufzuwärmen. Gerade abends wird es schon hier richtig kalt. Und dann nochmal in die heiße Quelle zu steigen, ist natürlich schon ziemlich cool. Wir haben das Wochenende bei den Thermopylen in Griechenland verbracht und konnten uns dort richtig schön aufwärmen. In Albanien wurde es nämlich allmählich etwas frisch und Vanlife bedeutet eben auch, absolut wetterabhängig zu sein. Und ich weiß, wovon ich rede, denn das Wetter hat meine ursprünglichen Reisepläne unmöglich gemacht. Eigentlich wollte ich im Januar wieder mit meinem Wohnmobil in Deutschland sein, aber der starke Wintereinbruch in Bosnien, Kroatien und natürlich auch Deutschland hat mich meine Pläne ändern lassen. Denn ich habe keine Winterreifen drauf und auch einfach keine Lust, bei Schnee zurückzufahren. Daher verlängert sich meine Überwinterung nun spontan, das zieht auch einige andere Planänderungen nach sich, auf die werde ich aber in einem anderen Video eingehen. Vanlife erfordert Spontanität und Flexibilität und das ist eine super Übung fürs Leben, gerade für einen Control-Freak wie mich. Zeitlich flexibel mussten wir uns auch am nächsten Morgen zeigen. Wir sind ein bisschen weiter gefahren in die Nähe von Athen und wollten dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren. Die verkehren hier aber nicht nach Zeitplan, sondern nach Gusto und wir waren nach einer spektakulären und ewig langen Busfahrt alle etwas fertig, als wir dann endlich bei der Akropolis ankamen. Hast du dir das so vorgestellt? Nee. Ich verstehe so Steinzeug, glaube ich, einfach nicht. Weiß nicht, ich kann dem jetzt gerade nicht so viel abgewinnen. Also der Zeitplan ging nicht wirklich auf. Eigentlich dachten wir, gucken uns kurz die Akropolis an und dann noch ganz viel anderes in Athen. Aber jetzt wird schon fast dunkel und wir haben nur die Akropolis gesehen. Das ist das Paralias. Artemis 190. Artemis klang gut, das war, ja. Der Rückweg war dann ähnlich aufregend wie der Hinweg. Auch hier haben uns die öffentlichen Verkehrsmittel ein Bein gestellt und wir sind schlussendlich mit dem Taxi zurückgefahren. Mein Outfit trügt aber, es ist ziemlich frisch, es hat vielleicht 16, 17 Grad. Habe ich auf jeden Fall auch nicht gedacht, dass ich mal mit meinen Filzstiefeln hier am Meer rumstehe. Aber ich sag euch, beste Sache, die mitzunehmen. Ich habe die jeden Tag an. Ich habe mich mal meinen ominösen Autogeräuschen gewidmet, die mich nun seit einiger Zeit begleiten. Als erstes wollte ich den Zahnriemen ausschließen und habe dafür mal die Abdeckung geöffnet. Der sieht super gut aus, der ist ja auch relativ neu, der ist gerade mal 3 Jahre alt oder so.
Daher liegt es nicht daran, zum Glück. Wir sind dann gemeinschaftlich zu dem Entschluss gekommen, dass es eine der Spannrollen meines Keilriemens ist. Da ist wohl das Lager durch. Ist jetzt nichts Akutes, aber das sollte ich auf jeden Fall im Auge behalten. Das Wort Freiheit fällt oft im Kontext mit Vanlife, aber naja, man ist auch schon ziemlich abhängig von seinem Fahrzeug und wenn man dann mal ein Problem hat, dann drückt das schon etwas die Stimmung. Als nächstes habe ich mich dann an meinen Technikschrank gemacht, der ist nämlich etwas chaotisch. Seit dieser Reise habe ich ja die EcoFlow River 2 Pro an Bord und bin damit auch sehr zufrieden. Die hat alle Anschlüsse, die ich brauche und reicht mir auch vollkommen aus. Aufräumen kann man im Wohnmobil ja immer und mein Kabelchaos hat die Bedienfreude etwas gesenkt. Da habe ich die EcoFlow jetzt eine Etage weiter hochgestellt mit den Ladegeräten, die ich täglich brauche, also für Kamera und Handy. Und alles, was ich nicht so oft brauche, kommt jetzt nach unten. Zum Beispiel das Ladegerät für den Zigarettenanzünder. Das verwende ich, wenn über Solar nicht genug reinkommt, und das Ladegerät für den normalen Hausstrom verwende ich zum Beispiel hier auf dem Campingplatz. Ich arbeite nun schon seit über einem Jahr mit EcoFlow zusammen und habe auch die Elektrik am Haus mit EcoFlow zusammen gemacht. Da haben wir das PowerKit-System und auch die Kühltruhe von EcoFlow. Das Besondere an der Kühltruhe ist der Eiswürfelmaker, der gerade im Sommer ein echtes Highlight ist. Darüber hinaus hat EcoFlow Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten für deine individuellen Bedürfnisse. Dieses Jahr kam auch neu die Delta 2 Max dazu. Die ist besonders leise und hat einen verbesserten Solareingang. Generell sind die Akkus von EcoFlow natürlich perfekt fürs Camping und für jeden, der unkompliziert Strom speichern möchte. Falls du Interesse an den Produkten von EcoFlow hast, schau gerne in die Infobox. Mit meinem Code kannst du auch noch 5% sparen. Am Abend wurden wir dann noch spontan eingeladen auf Esskastanien, Wein und Raki. Ich trinke sehr selten Alkohol und wollte natürlich aber nicht unhöflich sein. Daher war dieser Abend etwas fordernd für mich. Ich habe es aber gut überstanden. Nochmal brauche ich sowas zeitnah aber nicht mehr. Nachdem wir jetzt hier wesentlich länger versackt sind auf diesem Campingplatz als geplant, geht's heute weiter, und zwar nach Korinth. Mein Lorbeerkranz darf natürlich nicht fehlen. Wir haben hier noch Tomaten und Auberginen bekommen. Voll krass, dass die im Dezember das noch ernten. Aber ist jetzt auch die letzte Ernte, meinte sie. Mit einer der größten Herausforderungen beim Vanlife für mich sind die ständigen Ortswechsel und Abschiede. Ich bin ein Mensch, der schon viel Beständigkeit braucht, daher ist das Reisen im Wohnmobil doch auch genau das Richtige für mich, da ich wenigstens mein Zuhause jeden Tag mitnehmen kann, auch wenn sich die Umgebung und die Menschen ändern. Sandra und Sven wollten sich noch einen Tempel in Athen anschauen. Die kommen später nach und Patrick und ich sind schon weitergefahren. Und Patrick arbeitet jetzt in seinem YouTube-Video. Der macht nämlich auch YouTube. Da kommen auch die ganzen Drohnenaufnahmen in diesem Video. Ich habe ja selber gar keine Drohne. Also wenn du Patrick noch nicht kennst, dann kannst du da gerne vorbeischauen. Sein Kanal heißt Way to Luck. Und ich mache jetzt hier etwas unglaublich Effizientes. Also nicht. Ich habe mir hier so einen riesen Rucksack geliehen von Patrick, wo meine Wäsche drin ist. Und damit fahre ich jetzt in die Stadt. Wir stehen nämlich ein bisschen außerhalb und werde mal einen Waschsalon suchen. Haushalt nimmt beim Vanlife echt eine Menge Zeit in Anspruch. Ständig räumt man auf oder um. Die Wasserressourcen muss man im Blick behalten, sowie die Toilette im richtigen Moment entleeren. Auch Wäsche waschen und trocknen kann gern mal einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Ich bin schon eher ein effizienzorientierter Mensch, von daher ist es für mich schon eine Probe, so viel Zeit mit Banalitäten wie Wäsche waschen zu verbringen. Aber es ist auch eine gute Schule für mich, Geduld zu trainieren. So rede ich es mir wenigstens schön. Erstmal lief auch alles gut. Ich kam da an, es war eine Maschine frei, ich habe meine Wäsche rein und dann hatte ich 30 Minuten Zeit und dachte mir, in der Zeit gehe ich mal schnell einen Tee trinken. Naja, mal schnell und Griechenland, falsch gedacht. Das hat dann alles etwas länger gedauert, bis ich dann meinen Tee hatte. Den habe ich dann ziemlich heiß noch getrunken und bin wieder zum Waschsalon geeilt, da meine Waschmaschine dann schon überfällig war. Wieder im Waschsalon wurde mir eine Sache bewusst, die mir vorher entgangen war. Es gibt hier drei Waschmaschinen, aber nur einen funktionierenden Trockner. Diese Tatsache führt zu einem extrem Ungleichgewicht von nasser Wäsche und Trocknungsmöglichkeit. Außerdem kamen zeitgleich immer mehr Menschen in den Laden, um zu waschen, und ich habe mich gefragt, wie das alles bloß funktionieren soll.
Kurz vor dem Nervenzusammenbruch dann endlich nach langem Warten mein finaler Auftritt, Wäsche in den Trockner und die letzten 40 Minuten warten. Die Wartezeit ging dann aber doch recht schnell rum, denn ich lernte Emil kennen, der dort auch auf den Trockner wartete. Yeah. You know, maybe the one, this one here, it's a little bit warmer than sea. And then where there is like a little mm-hmm. water coming in, it's like a little mm-hmm. water for very nice massage for shoulder. Das war eine echt sehr schöne Reisebekanntschaft, muss ich sagen, mit dem lieben Emil. Haben uns gut unterhalten, obwohl wir uns nicht lange kannten. Einfach übertrieben ranzig hier in Griechenland. Liegt generell viel Müll. Wundert mich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber das hier ist echt eine andere Nummer. Keine Ahnung, wie man das jemals mal wieder sauber bekommen soll. Weil es einfach so kleinteiliges Plastik ist. So schade, weil es ein wunderschöner Strand ist. Aber das ist einfach beschissen. Also ekelhaft. Ich will das jetzt einmal der Vollständigkeit erwähnen. Hier siehst du ja zum Beispiel, was ich gerade gefilmt habe. Und das ist dann, was in meinen Videos rüberkommt. Aber in echt sieht es hier halt einfach so aus. Das darfst du nie vergessen, weil ich zeige meistens die schönen Seiten. Weil das irgendwie logisch ist und ich auch keine Lust habe, Müll zu filmen. Das macht einfach auch keinen Spaß. Weil wir gerade schon bei hier Vanlife-Realität waren, geht es gleich mal weiter. Es hat ja heute Nacht mega viel geregnet, deswegen kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Ah, sieht gut aus. Es hat nicht reingeregnet. Hey! Das ist die andere Seite meines romantisch verrückten Vanlife-Abenteuers. Mein Wohnmobil modert. Und das ist gesundheitlich bedenklich. Also jetzt gerade geht's, weil es ja auch nicht mehr feucht ist, die Wand. Aber gut ist die Wand trotzdem nicht. Die muss auf jeden Fall dringend raus. Kann ich halt erst wieder machen, wenn ich zurück bin. So. Ja. Bei dem Morgen mag man es kaum glauben, aber ich war tatsächlich im Meer schwimmen. Es war sehr kalt, aber auch sehr schön erfrischend. Und jetzt ist schon, oh je, 14:45, ziemlich spät. Wir fahren jetzt nochmal in die Innenstadt und wollen noch ein bisschen Korinth anschauen, weil die anderen waren ja gestern auch noch gar nicht in Korinth. Und die Sonne ist auch richtig schön rausgekommen. Deswegen freue ich mich jetzt auf den Tag in der Stadt. Korinth hat wirklich eine sehr schöne Größe, um es mit dem Camper zu besuchen. Ich liebe wirklich so kleinere Städte mit Charakter viel mehr als Großstädte wie Athen. Da werde ich wirklich ganz wahnsinnig. What is this? Profiteroli. What is it? Profiteroli. Zoom. Ist das geil. Die anderen kamen dann auf die Idee, auch ihre Wäsche zu waschen. Das heißt, ich stand auf einmal schon wieder in diesem Waschsalon, wobei wir erstmal eine halbe Stunde vor der Tür warteten, weil komischerweise die Türe verschlossen war, obwohl es eigentlich geöffnet haben sollte. Das Spiel von gestern nahm im Waschsalon dann wieder von vorne seinen Lauf, aber diesmal wusste ich ja schon, was mich erwartet und ich war deshalb nur halb so ungeduldig. Das ist ja irgendwie echt eine riesige Anlage. Ich muss sagen, ich kann dem Steinzeug leider wieder nicht so viel abgewinnen. Und das, obwohl ich diesmal nicht mit dem Bus ewig lang hergefahren bin, was das irgendwie rechtfertigen würde, dass ich so emotionslos bin. Ich glaube, es liegt tatsächlich an dem Steinzeug. Klar, es ist beeindruckend irgendwie, aber ich weiß nicht.
ich weiß nicht. Ich weiß, auf den Bildern sieht das schon irgendwie cool aus, aber gerade bei einer längeren Reise stumpft man leider auch etwas ab. Man sieht jeden Tag tolle Dinge, schöne Strände und irgendwann ist ein historisches Bauwerk einfach nur noch toter alter Stein. Das war für mich auch vor 2 Jahren einer der Hauptgründe, mein Vollzeit-Nomadensein an den Nagel zu hängen, weil ich einfach auch mal eine Erholungspause von neuen Eindrücken brauchte, um die Wertschätzung für die großen und kleinen Wunder dieser Welt nicht zu vergessen. Auf dem Weg in die Autowerkstatt. Die Vanlife-Realität hat uns dann auf der Weiterfahrt knallhart eingeholt, weil Sven und Sandra ein Problem mit ihrem Auto hatten. Die erste Diagnose in einer kleinen Werkstatt war nicht erfreulich. Es ist wohl ein Schaden am Turbo. Daher sind wir dann nur noch ein kleines Stückchen weitergefahren und werden hier bis nach dem Wochenende ausharren, um dann in eine Spezialwerkstatt zu fahren. Gestern noch war das größte Problem, dass der Waschsalon geschlossen hatte, obwohl er geöffnet sein sollte. Und heute stehen wir vor einer ganz anderen Nummer von Problemen. Und genau das ist eben auch absolute Vanlife-Realität. Langweilig wird es bei Vanlife auf jeden Fall nie. Irgendwas ist einfach immer. Das Einzige, was man planen kann, ist eh der Moment und das macht Vanlife zu einer so intensiven Erfahrung, die mich seit dem ersten Mal süchtig gemacht hat. Bei Vanlife ist es essentiell, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, flexibel zu bleiben und die Reise wie ein Spiel zu nehmen, indem man auch mal 2 Schritte zurückgehen muss, um Anlauf zu nehmen. Flexibel werde ich mich in der nächsten Woche auf jeden Fall zeigen müssen, denn Sandra und Svens Auto ist nicht das einzige, das in der Werkstatt landen wird. Aber das erzähle ich dann im nächsten Video.